Sie sind zwei der größten Filmstars dieses Planeten. Mr. Elbro, Bibi Lion und Envy Lil Arch. Na, noch nie von gehört? Doch, weil Mr. Elbro, Bibi Lion und Envy Lil Arch sind einfach Anagramme für Millie Bobby Brown und Henry Cavill. Und wenn sich jemand mit Anagrammen ja wohl mal auskennt, dann sind das Enola Holmes und Sherlock Holmes. Von den beiden kommt jetzt der zweite Teil auf Netflix, also von Enola Holmes. Ab dem 4. November ist es soweit. Ein Film, der im Vergleich zum Vorgänger, finde ich, ein bisschen Feder lassen muss, aber an den richtigen Stellen trotzdem noch wirklich gut funktioniert. So wie Teil 1. Mehr dazu jetzt. Willkommen in der Filmfabrik. Erstmal sollte ich was erklären. So, jetzt mal alle Lupe raus, Pfeife in den Hals und Spuren suchen. Es ist wieder Detektivsaison. Nachdem Enola Holmes, die kleine Schwester von einem gewissen Sherlock Holmes, never heard of him, es ja im ersten Film geschafft hat, auch eine anerkannte Detektivin zu werden, will sie jetzt in Film 2 einfach gerne noch mehr. Mein Name ist Enola Holmes. Ich habe eine Detektei gegründet. Was, wie alt? Du bist ein Mädchen. Eine Frage. Ja? Hat ihr Bruder vielleicht Zeit? Sie macht eine eigene Detektei auf, will eigene KlientInnen, eigene Fälle noch größer, noch besser werden und der Welt zeigen, pass auf, Sherlock, it's me, Enola. Das ist eine nette Idee, nur will halt niemand zu ihr. Sind Sie die Sekretärin? Wird zum Beispiel gefragt. Zu jung, zu unerfahren und in den Augen der potenziellen KundInnen halt irgendwie nicht so die richtige Ansprechpartnerin für ihre Fälle. Mein Bruder. Während ich nicht einen Fall habe, scheint sich Sherlock mit seinem derzeitigen zu quälen. Bis ein Mädchen zu ihr kommt, das noch jünger ist als sie. Sie bittet Enola um Hilfe. Enola soll ein verschwundenes Mädchen finden. Und als sich Enola erstmal in diesen Fall reinkniet, bemerkt sie, hoppla, da steckt ja noch richtig viel, viel mehr hinter. So viel, so weitreichend, dass sie dann doch nochmal Sherlock und Co. mit ins Boot holen muss. Stimmt es, dass du vermisste Leute findest? Ja. Meine Schwester. Sie ist vor einer Woche verschwunden. Endlich! Darf ich unter meinem eigenen Namen arbeiten? Dem Namen Holmes würdig. Spulen wir nochmal jetzt kurz zurück zu Teil 1. Den mochte ich ja tatsächlich irgendwie. Es war eine gute Idee, diese ollen Sherlock-Kamellen irgendwie nochmal aufzufrischen. Ich fand es ja auch einen sehr braven Film. Vermutlich, weil durch Millie Bobby Brown dann doch an ein sehr junges Publikum gedacht wurde. Es aber ein clever inszenierter Krimi-Abenteuer-Film so war. Vom alten Schlag, bisschen oldschool. Sah gut aus, Charaktere gut, gut gespielt, war ich sehr fein mit. Das hing mir jetzt noch so im Hinterkopf. Alles fein also. Mit dem Gefühl bin ich jetzt also an Teil 2 gegangen. Eine explizit gesteigerte Vorfreude, aber egal und siehe da, auch Enola Holmes 2 schafft es genau daran anzuknüpfen. Also alles, was sie an Teil 1 mochte, war wieder da. Will ich es wissen? Sie ist Detektivin. Oh Gott, noch so eine. Und das waren für mich ein rasantes Tempo zum Start, diese comichaften Einspielungen zwischendurch, Enola, die die vierte Wand zum Publikum bricht, bisschen Action, bisschen Dialoge auf Gag aus. In dem Style bleibt man sich tatsächlich dann auch in Teil 2 über große Teile des Films treu. Ich will einem Mädchen das Leben retten. Und was können wir tun? Wir? Dreht er sich nochmal um? Are you gonna be my girl? Millie Bobby Brown natürlich auch weiterhin einfach eine Top-Besetzung für die Rolle. Henry Cavill nehme ich den Sherlock immer noch nicht so richtig ab, aber ich finde es trotzdem gut, was er da tut. Und ihre gemeinsamen Szenen, die sind dann für mich auch so ein bisschen sowas wie die Ursuppe dieses Films. Beide duellieren sich zwischendurch immer mal wieder so mit ihrer Cleverness, wollen zeigen, dass sie, wer weiß, was für gute Schnüffelnasen sind und so weiter. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß, dem Ganzen zuzugucken. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Guten Tag. Man hat den Enola Holmes nicht unter Kontrolle. Sie ist eine Naturgewalt. Auch dieser neue Fall für Enola macht Spaß. Es wird Platz gegeben, so ein bisschen mitzuraten. Man guckt halt einfach so stumpf zu und lässt sich unterhalten. Ich glaube, beides ist in diesem Film möglich. Und auch hier wieder Kostüme und Sets wieder vom Feinsten. Das macht großen Spaß, so dieses alte Setting irgendwie dann doch nochmal zu sehen, Jahrhunderte vor heute. Und doch hat der Film für mich so einen kleinen Durchhänger. Ausgerechnet da, wo er inhaltlich eigentlich in die Figurentwicklung will und da in den Deep Talk einschaltet. Oh.
Du. Natürlich repräsentiert Enola Holmes hier nicht einfach nur die Schwester von Sherlock. Schon im ersten Teil war sie ja, ja, offensichtlich so ein Symbol für Women Empowerment, für Selbstständigkeit. Sie ist auch die, die in die erste Reihe will. Wieso bist du hier? Ist es dein Fall oder meiner? Beides. Anscheinend hängen unsere Fälle zusammen. Und das spitzt sich jetzt eben im zweiten Film noch mal ein bisschen mehr zu. Ne? Also wenn sie zum Beispiel ihre schwächeren Phasen hat, sagen wir es mal so, wenn sie zweifelt, wenn sie von der Gesellschaft eben nicht für voll genommen wird. Ne? Erstmal schön von außen beurteilen und dann vielleicht doch noch mal gucken, was sie kann oder eben nicht kann oder eben gar nicht erst gucken. Und das passiert hier eben. Und dabei geht es hier gar nicht jetzt explizit darum, dass sie eine Frau ist. Hier geht es um, naja, das generelle zu frühe Abstempeln und wie man eben auch aus eigenen Motivationslöchern und Rückschlägen rauskommt. Zumindest war das mein Gefühl. Gehen wir es an. Kurzum, es ist eine Message, die mittlerweile in sehr, sehr vielen Filmen fast so mantraartig durch die Storys gezogen wird. Warum? Weil es eben eine wichtige Message ist, keine Frage. Jetzt kommen hier aber eben zwei Sachen zusammen für mich. Es ist wieder ein Film, der sich an eine doch deutlich jüngere Zielgruppe wenden möchte. Also, was weiß ich, alles was Action angeht, ne, da wird immer sehr früh weggeschnitten. Das ist jetzt nicht so richtig voll rein in die Schnauze. Da wird halt aufgepasst, dass es nicht zu krass wird. Und wenn man dann eben eine solche Botschaft mittransportieren will, dann muss die eben auch, sagen wir mal, ein bisschen glattgeleckter sein und vielleicht trotzdem zwischendurch mit dem Holzhammer verteilt werden. Ne, zwar so ein sanftes Klopfen, damit nicht zu viele verschreckt werden, aber dann doch schon plakativ. Und da bekam der Film für mich einfach so ein paar Längen und auch so ein paar Durchhänger in der zweiten Hälfte. Ich suche ein Mädchen. Sie arbeitet in der Streichholzfabrik. Enola Holmes. Sie ist Detektive. Aber immer wieder eben unterbrochen von Szenen, die ich wirklich liebe. Ne? Wenn neue Hinweise sich zusammenfügen, Sherlock vor so einer Wand mit ganz vielen Fäden steht und wer könnte wo, was und wie. Enola irgendwie mit so einem Brief in der Hand, aus dem sie viel mehr liest als wir alle, wenn wir diesen Brief sehen würden. Also da kriegt mich Enola Holmes auch dieses Mal, weil es einfach gut gemacht ist. Sie hat etwas herausgefunden, das mächtige Menschen verstecken wollen. Und es ist tödlich. Trotzdem sind mir diese knapp 2 Stunden 15 echt einen Tacken zu lang, zu sehr gestreckt. Als ob man diese, naja, sagen wir mal, moralische Botschaft unbedingt dann doch nochmal mit reinkneten wollte. Es ist gut, dass sie da ist in ihrer Einflechtung, für mich aber teilweise einfach ein bisschen zu holzschnittartig. Das stört aber jetzt nicht großartig, weil wenn das der wesentliche Kritikpunkt ist, finde ich, kann ich damit zumindest noch sehr gut leben. Es ist ein Detektivinnenfilm, der in seiner Mystery Spaß machen soll, schafft er. Viele Szenen, vor allem am Anfang, wieder toll, fast durchchoreografiert. Einige wirklich tolle Sherlock-Momente auch in der Geschichte, bei der man am Ende einfach wieder sagt, ja, entweder es war total klar, habe ich doch kommen sehen, oder? Ach so, ja, darauf hätte man tatsächlich auch kommen können. Und das ist ja eigentlich das Coole an so einer Story. Das Spiel fängt wieder an. Millie Bobby Brown Fans, ich glaube, für euch ist das natürlich wieder ein Geschenk, ab dem 4. November abzuholen auf Netflix. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche viel Spaß bei Enola Holmes 2. Bleibt gesund, macht's gut, tschö und peace.